Wir wollen doch den Briefschreiber herausfinden, nicht wahr? Dann müssen Sie uns doch auch helfen. Schön. Ich werde eine Liste aufstellen und sie Ihnen nach Washington schicken. Miss Farrell hat uns die Liste geschickt. Hab sie schon gesehen. 34 Namen. Gott sei Dank alle in einer Stadt. Aber was wichtiger ist, die Postüberwachung. Man hat noch einen weiteren Brief hier festgehalten. Anschrift Señora Ines López de Havilland, Buenos Aires. Hör zu. Liebe Freundin, Sie werden erstaunt sein, von mir Post zu erhalten, aber ich möchte Ihnen eine freudige Nachricht unterbreiten. Tante Luna ist Mutter geworden, ein kräftiger Junge, bin sehr in Eile, Ihre Margaret Benson. PS, bitte lassen Sie mich nicht wieder so lange auf Nachricht warten. Sie haben meinen letzten Brief immer noch nicht beantwortet. Sieh mal einer an, Joe, der Brief wurde in Chicago eingeworfen. Erkundige dich sofort über diese Margaret Benson und gib gleich einen Spruch an unseren Mann in Buenos Aires raus, er soll sich um diese Senora kümmern. Gut. Ich gehe zur Dechiffrierabteilung rüber, mal sehen, wie der Klartext aussieht. Okay. Hallo, Gordon. Hallo, Barker. Ich habe wieder einen Liebesbrief für Sie. Sehen Sie sich einmal an. Ja.